Im Gazastreifen wurde heute ein britischer Kameramann von israelischen Truppen erschossen. James Miller wurde durch einen Schuss in den Nacken getötet. James Miller drehte mit mir diesen Film. Während unserer Dreharbeiten am 2. Mai 2003 wurde er zu einer weiteren düsteren Schlagzeile des Nahen Ostens. James Miller war einer der besten Kameramänner und Dokumentarfilmer. Immer wieder berichtete er von den gefährlichen Kriegsschauplätzen dieser Welt. James kannte die Gefahren, die im Gazastreifen auf uns lauerten. Aber seine Arbeit war ihm wichtig. Er wollte das Leid dokumentieren. Wir hatten schon einige gefährliche Situationen gemeinsam überstanden. In diesem Film geht es nicht um die Frage nach richtig und falsch im israelisch-palästinensischen Konflikt. Es geht um die Menschen, die hineingezogen werden. Es geht um James und um Kinder, die in einem Krieg der Erwachsenen gefangen sind. Rafah, im südlichsten Zipfel des Gazastreifens, direkt an der Grenze zu Ägypten. Die Gewalt des palästinensisch-israelischen Konflikts ist die Realität, Tag für Tag. Die israelische Armee liefert sich mit palästinensischen Extremisten schwere Kämpfe und ganz Rafah ist ihr Schlachtfeld. Von diesen Wachtürmen aus können israelische Scharfschützen in jeden Winkel, in jede Straße schießen. Die palästinensischen Kämpfer verstecken sich unter der Zivilbevölkerung. In diesen zerschossenen Ruinen finden sie leicht Unterschlupf. Wir sind auf der Suche nach den Kindern, die in diesem Albtraum leben. Ich heiße Ahmed. Ich bin 12 Jahre alt. Am liebsten spiele ich mit meinen Freunden. Ich möchte einfach so sein, wie alle Kinder auf der Straße. Ich mag keinen Streit und ich kämpfe auch nicht gerne mit anderen Kindern. Ich bin hier geboren. Zuerst kannte ich niemanden. Und dann, als ich größer wurde, habe ich meine Freunde kennengelernt. Ich habe Ahmed kennengelernt. Er ist sehr nett zu mir. Er ist für mich wie ein Bruder. Er ist mein allerbester Freund. Das ist er. Ich möchte gern Anwältin werden. Dann kann ich dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. 1948 hat Israel Palästina besetzt. Nur zwei Gebiete in Palästina wurden nicht besetzt. Die Westbank und der Gazastreifen. Wer malt uns die Karte auf? Was auch immer meinem Volk widerfährt, das widerfährt auch mir. 1967 besetzte Israel dann auch den Gazastreifen und die Westbank. Von wem wurden sie regiert? Von den Israelis. Und das ist bis heute so. Immer noch leben Hunderttausende von Palästinensern im Gazastreifen wie in einem Gefängnis, streng bewacht von den israelischen Besatzern. Meine Mutter sagt immer, geh nicht in die Nähe von den Israelis. Sie schießen. Sie kennen den Islam nicht. Sie sind Verbrecher. Sowas sagt sie andauernd. Aber ich höre ihr gar nicht zu. Auf welchen soll ich schießen?
Auf den da, mit der Kalaschnikow. Panzer der israelischen Armee, die ihre Waffen auf sie richten. Das sind die Bilder, mit denen die Kinder hier aufwachsen. Die Bedrohung setzt sich fest in den Köpfen. Die Feindbilder sind von klein auf klar definiert. Die Grenze zu Ägypten wird von Israel hermetisch abgeriegelt. Palästinensische Extremisten nutzen die exponierte Lage und graben Tunnel durch die Erde, hinüber nach Ägypten. So schmuggeln sie Waffen in den Gazastreifen. Als Reaktion darauf verbreitert Israel eins ums andere Mal den Sicherheitskorridor an der Grenze. Und so werden immer wieder Häuser palästinensischer Zivilisten mit Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht. Die Armee versichert zwar, sie zerstöre nur Häuser, die von Extremisten genutzt würden, aber dagegen steht, dass seit Beginn der zweiten Intifada im Herbst 2000 mehrere tausend palästinensische Häuser zerstört und dadurch über 30.000 Palästinenser obdachlos wurden. Poster an den Mauern, wie überall auf der Welt. Aber hier werden keine Filmstars verehrt. Hier sind es Kämpfer, Selbstmordattentäter, Zivilisten, die als Märtyrer gefeiert werden. Nachts bestimmen palästinensische Extremisten das Bild der Straßen von Rafah. Die Toten dienen ihnen zur Propaganda. Mit Märtyrern gewinnt man am besten neue Rekruten für den Heiligen Krieg. Bereits die Kinder spielen ihn, den Heiligen Krieg. Und sie schreiben Briefe für ihre Eltern. Abschiedsbriefe für den Fall, dass sie getötet werden. Zeig mal. Ist das der Brief? Was heißt das? Im Namen Gottes. Gott ist der Größte. Meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater, meine Brüder und Schwestern, mein Onkel. Friede für sie alle. Ich werde für den Heiligen Krieg kämpfen, bis ich zum Märtyrer werde. Was bedeutet das? Dass wir Widerstand leisten sollen und sterben sollen für Palästina. Was ist das? Das ist ein M16-Gewehr. Und wofür ist das? Damit spiele ich. Ich schieße damit. Abdul Sattar nennt sein Lieblingsspiel Juden und Araber. Wir Araber gehen über die Straße und die Juden stehen da so rum. Dann schießen wir auf die Juden. Wir werfen Steine und Bomben nach ihnen. Um bei diesem Spiel zu gewinnen, muss man sterben. Wir sind alle tot, meine Mutter. Also sei glücklich. Denn ich bin für den Segen Gottes, dem Märtyrertod, gestorben. Hier ist es noch ein Spiel. Für Najila und ihre Cousine Rem ist das Spiel schon zu oft bitterer Ernst geworden. Es ist traurig. All die Kinder, die gestorben sind. Mohammed war der Erste. Ja, mein Bruder Mohammed war der Erste. Dann Mana. Ach ja, genau, Mana. Zuerst haben wir um Mohammed getrauert, dann um Mana, dann um Jamal und immer so weiter. Sechs aus unserer Familie sind schon gestorben.
Wenn einer zu mir sagt, ich hoffe, du stirbst bald, dann antworte ich wünsche es mir.